Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Panda zu den Skins mit 200 Euro in der Balance. Wir haben noch Premium vom letzten Mal, gehen wir rein in den Premiumsbereich. Wer Premium nicht kennt, 100 Äpfel täglich, jeden Tag ein Promo-Code, 2% sind Kisten günstiger, 9% Chance auf einen Double-Up und noch ein paar andere Benefits. Aber Promo-Code, wie immer, stehen zwei in der Videobeschreibung. Die kopiert einfach raus, geht dann hier oben links auf Bonus, geht dann auf Promo-Skin und geht die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich gebe die jetzt auch mal ein, das war jetzt nur der für mich, aber dieser Code und der andere Code, den ich gleich eingebe, also einmal der hier, steht in der Video, any covered. Und dieser Code steht auch, könnt ihr einfach for free abholen, wenn ihr Glück habt. Sogar richtig gut. Einer hat mal eine Deal bekommen bei Anycovered für den 20. Wait, Case filling up. Zack. Oh, plus 5 Contract, auch ganz nice. Und Daily Card gibt es ja auch jeden Tag einmal. Oh, ich nehme wie immer die 5. Komm, 2,20 Euro. Ist schon mal gut, wir gehen rein in den Contract. Weil wir hier plus 5 Contract bekommen haben, können wir das einfach mal direkt reinbuddern. Zack, zack, zack. Es sind 2,36 Euro drin und die werden zu. Komm schon. Wie viel waren es? 2,36 Euro? 1,46 Euro. Sell. Starten wir rein mit 201 Euro in die Battles. In Battles sage ich schon. In die Case Openings. Wir haben noch das Warm Spring Event. Wir sind auf Platz 1, oder? Top? Ja. Wenn ihr jemanden bekommt, nämlich dann den jeweiligen Skin hier. Wenn ihr Top seid, ihr könnt aber hier auch würfeln. Quatsch. Hier würfeln. Dann auf jedes Feld, was ihr landet, kriegt ihr dann den jeweiligen Skin. Ist auch ganz nice. Und es gibt eine Schlossmaschine, die ich immer mache, weil da kriegen wir einen guten Punkt zurück. Ist gut, um in der Toplist aufzusteigen. Aber. Wir gehen rein in die Dockhouse Case, 10% Case, haben wir schon länger nicht mehr gedreht, wir gehen trotzdem mal rein. Einfach um noch ein paar Flowers zu sammeln fürs Event, damit wir uns auf den ersten Platz verteidigen können. Wäre trotzdem schön hier die 10% zu hitten. Ja, das ist zu schnell. Jetzt hier müsste noch ein Knife reinkommen, das wird der Skin hier, ne? Auch 10% Chance drauf, ne? Okay, er ist nicht weitergegangen. 10% Chance, aber leider die falschen 10%. Haben wir ein bisschen Geld verbrannt, aber ein paar Flowers gekriegt. Ja, hier gibt es ein paar neue Cases, die haben wir schon mal aufgemacht. Wir gehen aber erstmal rein in die Shark Case. 0,2% Chance auf den D-Lore. Irgendwann werden wir sie hier hätten, das wäre schon schön. So ein Lowes Ticket hatten wir auf jeden Fall schon mal hier. Wir gehen rein. Es war low die Chance. Oh ja, klar, direkt mit 10.000 D-Lores am Anfang starten. Hier wieder 5 Stück, 4 Stück, noch eine. Und wir landen jetzt gleich bei der Safari Mesh. Hier müsste jetzt die reinkommen. Hier werden wir landen. Oder? Geht er noch weiter? Da kommt er rein. Bleibt hier oder geht er rüber? Er geht sogar noch rüber, schade. 24 Cent. Okay, das läuft semi-gut gerade, aber das war auch nur 0,2% Chance. Case, wir gehen rein in die 8,29 Euro. Reiner. Hier haben wir auch nochmal die Chance auf ein schönes Navaja Knife. Schön in Anführungszeichen. Obwohl es einige schöne Navaja Knives gibt. Er geht zu schnell. Er ist zu schnell. Ja, das ist Bruch des Todes. 8 Euro hat die Case gekostet. Wir kriegen. Oh, wir kriegen sogar die hier. Ist die wert? Oh, könnte FN gut sein. Wir kriegen die FN. Also quasi plus minus 0 rausbekommen. Und wie immer, sage ich immer, wenn ihr auf CS2 wartet, keine Sorge, ihr könnt hier schon Case öffnen, die Skins werden 1:1 übernommen, ihr müsst also keine Angst haben, dass die Skins verloren gehen. Wir haben jetzt noch 162 Euro, wir gehen einmal rein in die Panther Case. Hier muss auch mal, hier wird auch mal, ne, so ein 40-jähriger Gun hier würde schmecken. Hier haben wir noch nie insane reingelackt, also mal so ein 200 Euro Item hatten wir hier schon, aber noch nie so wirklich fett. Ich meine, heute ist der Tag der Tage, wir hoffen, ich glaube aber, wir müssen halt wieder all in Skinners gehen. Komm, gönn, gönn, gönn. Oh ja, klar, Masterpiece, Masterpiece, Masterpiece. Die eventuell Profit ist in FN. Die ist FN, die ist nicht FN. Blue Steel, FN, 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 FN. Nein, nicht FN. 93, knapp minus. Wisst ihr was, wir verkaufen, gehen nochmal rein. Das ist eigentlich dumm, aber wir gehen nochmal rein. Das war plus minus 0, das war ein Field Tested hier. Ja, das Bayonet Lore, da wäre mir die Condition auch egal, ich nehme jede, selbst in Battles Guard. Oh, die Gloves werden, oh nein, nicht die Empress. Nicht die Empress, nicht die Empress. Geht, geht, geht. Oh, geht rüber, komm, geht. FN? 105. Okay, die behalten wir, 105 ist okay. Wir haben jetzt noch 65 Euro, könnten wir die Grizzly Case aufmachen, obwohl ich weiß nicht. Wir gehen rein in die weiße Wahlcase. Wir gehen rein in die weiße Wahlcase, 25 Euro Abfahrt. Hier könnt ihr auch nochmal ein schönes Knife rein droppen, dann werden wir Profito Morito, aber ich glaube, wird eng heute, dass wir im Profito Morito landen. Oh, ach, der ist so schnell, der ist so schnell. Mann, gib mir doch das hier, das wären 188 gewesen. Oh, die Wildfire wäre auch noch Premium, geh rüber. Er geht nicht rüber. 7 Euro. Oh, das war aber auch ein High-Ticket des Todes, ne? Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein, komm schon. Ich will mal wieder Dick Profit haben. Warten wir schon länger hier nicht mehr. Ja, ja. Ja. Ja, nicht gut. Hier kommen zwei gute Sachen rein, so am Ende, aber
Komm, gib mir wenigstens 12 Euro. 19 Euro, wir verkaufen die. Ist zwar dumm, aber wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein in die Case, so konnten wir die nochmal öffnen. Nochmal die Chance auf ein schönes Diletto Knife Case haben. Ich muss sagen, ich habe momentan sehr gerne mein Survival Knives Case haben, was ich spiele. Emperor NFN wäre Baba. Er ist so schnell, ne? Hier bleibt er natürlich nicht stehen. 7 Euro, das war katastrophal. Wir haben da jetzt noch 8,51 Euro. Da könnten wir nochmal in die Paracord Knife reingehen. Paracord sage ich schon. Peacock. Peachcock? Piacock? Keine Ahnung. Fasan-Case oder so. Wir gehen rein nochmal. Hier nochmal. Oh, die 36 Dollar kostet die. Wäre auch schon okay. Aber ich glaube, wir sind so bei 140. 140 sind wir. Und ich glaube, ich habe gesagt, bei 120 gehen wir in All-In, ne? In einem der letzten Videos. Ja, 10 Euro. Ja, aber gutes Low-Ticket. Ein gutes Low-Ticket an sich, aber leider nicht viel gezogen. Wir gucken mal in Skins zum Money, was wir haben. Okay, das wird jetzt mit 140 knapp, ne? Sell 4. In Skin Value haben wir jetzt genau 105, 7, 100, knapp unter 140. Ach. Komm, wir machen ein Skin Dice. Wir behalten die für 105 safe. Und machen hier ein 50% Upgrade auf Over. Komm schon. Und es ist Under. Wir wären so bei... Okay. Okay, wir machen noch eins, komm. Nein, er bleibt bei der Null stehen. Okay. Satz mit X, das war wohl nichts. Ich hätte einfach, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht machen sollen. Wir hätten es behalten können. So sind wir mit gar nichts nach Hause gegangen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr es selbst aussetzen wollt, denkt auf jeden Fall an die beiden Promo-Codes hier oben über Bonus, Promo-Skin, Daily-Card natürlich auch jeden Tag einmal öffnen. Und wenn ihr Geld aufladen wollt, kriegt ihr aktuell wegen dem Event noch diese Flowers auch dazu. Nicht nur aus den Kisten, sondern auch beim Offladen über Kinguin mit PaySafeCard, PayPal, Mastercard, Visa etc. pp. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.